Hallo liebe Planet Coaster Freunde, hier ist der Mackey und willkommen zu einem neuen Video. Der Mr. Nice hat gezaubert und was er gezaubert hat, das seht ihr ja schon. Wo dann? Aus dem Europapark Rust als neuen Steam Workshop in Planet Coaster. Er hat schon die Blue Fire und auch den Matterhorn Blitz erstellt und heute schauen wir uns Wo dann an. Ja, da sehen wir es nun in Großaufnahme. So mal hier so einen Schwenk gemacht. Ja, jetzt müsst ihr euch natürlich noch vorstellen, dass hier noch der Atlantica Super Splash ist. Und hier drüben befindet sich dann die Blue Fire. Das müsst ihr euch jetzt alles so mal bildlich vorstellen. Es geht ja heute nur um die Holzachterbahn. Wo dann? Von Great Coaster International, ne? Die er da so zusammengemeißelt hat, zusammengezimmert hat, erstellt hat. Ich weiß gar nicht, wie viele Arbeitsstunden er da wieder in, ja, reinfließen lassen hat. Aber ich habe vorhin schon mal geguckt und, okay, alter Schwede. Nee, Schweden ist das nicht. Das ist Skandinavien, skandinavisches Land. Nein, ist es auch nicht. Es ist Island. Und hier sind wir natürlich schon am Eingangsportal. Den Link zum Steam Workshop-Inhalt, den findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Ne? Also da sind, ich habe am besten seine ganze Steam Workshop-Liste mal verlinkt. Also seinen Steam Workshop-Inhalt, da könnt ihr euch das raussuchen. Es gibt natürlich noch die anderen Sachen, die habe ich natürlich auch schon im Video vorgestellt. Wie die Blue Fire und auch den Matterhorn Blitz. Das ist auch vom Mr. Nice. Und ich würde sagen, ja, er hat auch hier mal wieder eine nice Arbeit abgeliefert, ne? Saga, hier die zwei Gestalten. Natürlich kann man das nicht so unterbringen. Hier ist eigentlich, sieht man noch einen Drachen so ein bisschen durchschlüpfen. Ab und zu noch. Aber das, man muss halt mit den Elementen arbeiten, die man hier halt im Spiel zur Verfügung hat. Und ich würde mal so sagen, auf den ersten Blick, das, was zur Verfügung steht, das hat er optimal ausgenutzt. Da sitzt schon der Rabe da oben. Eieiei, ich krieg Angst. Tritt ein in die mystische Welt der Nordland-Saga. Durchschreite das Tor in die Vergangenheit. Aus den Tiefen der Nacht steigen Sagen, Gestalten empor. In Asgaro, dem Sitz der Götter, beginnt dein wilder Ritt auf dem Rücken der Myogaro-Schlange. Jo. Wahrhaftig, ein wilder Ritt. Ja, dann sehen wir hier den Innenhof, natürlich am Eingangsbereich. Haus des Handwerks. Ja, hier kann man zuschauen, wenn hier... Ja, guck, da sitzt doch schon einer, ne? Mit der Axt. Wie sie da kunstvolle Schnitzereien herstellen. Okay, hier sind Raben. Alles klar. Ja, sehr, sehr schön, auch hier mit dem Schiff hier. Wow, der Mackey zoomt gleich mal zu viel. Auch nicht schlecht, wir gehen durch Häuser durch. Und da haben wir doch den Eingang zu Wodan und aktuelle Wartezeit. Bildschirm ist ausgefallen. Alles klar, wir haben null Wartezeit. Der Kollege hier mit Messschieber, der steht schon da. No? Kein Eingang? Ach, wir haben VIP-Tickets. Ja, Single Rider und ja, wir gehen nicht durch den Single Rider Eingang, sondern wir gehen durch den normalen Eingang. Sehr schön hier. Aber wunderschön umgesetzt, würde ich sagen, mit dem Übergang. Hier unten rollt die Wodan durch, ne? Und das werden wir gleich nachher sehen. Und da sehen wir auch schon die Auffahrt. Sehr imposant. Sehr imposant. Also im Original ist es natürlich noch viel, viel imposanter, wenn man da die 60 Meter hochguckt. Okay. Ich hoffe, ich erzähle jetzt gerade keinen Blödsinn auf die Schnelle. Ich habe nämlich nicht vorher nochmal so technische Daten durchgeguckt. Aber das passt ja auch, ne? Da steht auch so das Schild. Single Rider, Gruppen werden getrennt. Ja, passt. Auch hier an der Seite mit diesen Tafeln. Das passt alles nochmal so kleine Hinweise nochmal. Da kommt die Musik, sehr mystische Musik. Wunderschön. Ja, das passt auch sehr, sehr schön. Auch hier mit den einzelnen Orten halt. Ja.
Wir müssten eigentlich hier unten drunter. Machen wir einfach mal. Nein, nicht. Nicht das Spiel anhalten, sondern einfach mal. Wir wissen ja, wie Planet Coaster das so hat mit den. Halt, so rum. Mit Tag, Nacht, ne? Das ist hier. Er hat sich da bestimmt viel Mühe gegeben. Ja, wusste ich's doch. Schwarzl-Feenheim. So rum. Eieiei. Mickey, Deutsch lernen. Und dann hier auch mit dem blauen Licht hier. Ja, das sind so Kristalle, die da so durchscheinen. Auf der Seite wunderschön. Ja, das passt doch. Super. Jetzt geht's da lang. Hast du mal selber dort gewesen und kennt den Weg schon gar nicht mehr? Nein, das ist aber echt cool gemacht, ne? Da hat er sich wirklich viel Mühe irgendwie mit dem Weg so. Auch hier unten mit diesem Lavastrom hier. Sehr, sehr, sehr schön. Hier sind auch nochmal die blauen Elemente, also die blauen Kristalle hier nochmal. Und jetzt geht's nach draußen. Jetzt können wir das Licht wieder einschalten. Zack. Letzte Erfrischung. Ja, die gibt's hier hinten in der Ecke. Cool. Sehr schön gemacht. Da hat er auch dran gedacht. Das finde ich cool. Das finde ich cool, dass er auch da dran gedacht hat. Sehr schick gemacht. Sehr cool. Ja, und bei meinem letzten Besuch bin ich gleich hier mal abgebrochen. Das geht natürlich nicht. Das hat er nicht umgesetzt. Wäre blöd. Deswegen geht es hier hinten weiter. Und das habe ich wahrlich beim einen einzigen Besuch nur gesehen hier hinten. Also sonst biege ich immer da vorne ab und bin gleich unten im Stationsgebäude wieder drin. Aber hier hinten war ich bis jetzt nur ein einziges Mal, wo ich hier hinten lang bin. Kann ich mich so nicht erinnern, aber ich habe es schon mal auf Bildern gesehen. Aber das kommt dem sehr, ja, das kommt dem so hin, genau. Deswegen alles, was hier hinten so ist, da kann ich eigentlich nicht viel sagen, ob das halt so stimmt, aber ich glaube schon. Also er hat sich bei den anderen Attraktionen auch schon sehr viel Mühe gegeben. Deswegen glaube ich ja hier, dass er hier nicht, ja, dass es hier weniger gemacht hat. Ne, wie gesagt, also da bin ich damals, hier ist noch so ein Durchgang noch, da kann man direkt weitergehen. Aber wenn es wirklich sehr voll ist, dann muss man wirklich den Weg, vor allem in der Hauptsaison, im Sommer, da denke ich mir, wird der Weg hier unten, ach, sehr schön. Sehr imposanter Blick, den hatte ich noch nie gehabt. Ne? Dann geht es hier hinten lang. Kottchen, so weit geht das? Echt? So weit geht die Anstehschlange? War ich noch nie. War ich echt noch nie. Den kenne ich, ja, das kenne ich von Bildern her. Hey. Aber real habe ich das Ding noch nie gesehen. Aber kommt dem schon sehr gut nah. So, jetzt gehen wir jetzt wieder hier unten. Ja, ich komme normalerweise eigentlich hier so aus der Ecke und laufe da so wieder rein. Und da wir jetzt hier wieder reinlaufen, dann machen wir es einfach wieder dunkel. Umso mehr ist nämlich der Effekt, nämlich, wenn man nämlich hier im Dunkeln nämlich reinspaziert. Niflheim, genau. Niflheim. Da ist eigentlich hier noch eine. Ah, da ist eine Monitorwand. Da ist eine Monitorwand versteckt. Jetzt müsste man sich das Video, was er sich da gedacht hatte, müsste man jetzt noch runterladen. Müsste dort einsetzen. Aber hat er sehr schön gemacht. Auch hier mit diesem Geländer. Sehr schick. Hier blau. Das Blau dominiert hier wirklich. Mit diesen Glaspaneelen. Cool. Sehr, sehr cool. Muselheim. Muselheim. Genau. Da stehen hier diese Wachmänner hier. Und dann geht man hier durch. Und hier steht wirklich diese Schlange mit blinkenden. Ja, das muss man halt noch ein bisschen. Ja, da muss man halt ein bisschen improvisieren hier bei der Erstellung. Das ist ja auch nicht schlimm. Aber hat er. Also, man kann es erkennen. Wenn man es weiß, dann erkennt man es. Auf Anhieb. Also Hut ab davor. Hier fehlt dann vielleicht noch ein bisschen Zunge. So ein bisschen so rausstehen lassen. Das wäre das Einzige. Aber
erstmal selber besser machen, ne? Bevor man hier rummeckert. Oh. Ist das da so mit diesen... Ich habe das irgendwie ein bisschen anders in Erinnerung. Da krachen zwar auch Balken, aber die habe ich irgendwo anders in Erinnerung gehabt. Aber nicht gleich direkt hier nach der Schlange. Das war doch ein bisschen... Ja, lässt sich wahrscheinlich nicht anders regeln, aber da gibt es halt die Ecke mit diesen Balken, die da so brechen und das klappert alles. Und den Abschnitt gibt's, aber den habe ich irgendwie ein bisschen anders in Erinnerung. Aber lässt sich wahrscheinlich technisch hier unten nicht anders machen, weil Platz hat man hier nicht ohne Ende unter dem Stationsgebäude. Mimris Brunnen, ja, der quakt dort was. Ne? Das läuft da wahrscheinlich da. Hier hinten läuft das wahrscheinlich ab. Sehr schöne Videoprojektion, die sich da der Europapark einfallen lassen hat. Und jetzt wird die Musik lauter und wir gehen jetzt hoch zum Einstieg. So, wir schalten mal wieder die Tageszeit ein. Weil sonst, wenn man das hier bei Tag durchläuft, dann geht ja der Effekt. Ja, dann ist der Effekt halt nicht da. Und dann haben wir hier nochmal. Können wir uns nochmal entscheiden, Frontline. Das habe ich. Einmal habe ich das geschafft. Oder die normalen Reihen 2 bis 12. So, dann gehen wir ganz schnell hoch, ohne anstehen, ohne warten und sind oben im Stationsgebäude. Und der hat selbst an die Nummern gedacht, ne? Weil hier vorne steht man und dann kriegt man von der Einweiserin eine Nummer gesagt, wo man sich hinstellen darf. Ne? Von 2 bis 12, die gucken dann danach. Immer, die fragen noch immer, wie viele Personen sind sie? Ne? Dass so die Gruppen halt so ein bisschen zusammen sind. Ja, aber da sehr, sehr cool gemacht. Sehr, auch hier mit diesen Figuren, die oben sind, die hinterher gucken, wenn der Zug rausfährt und da oben rauscht dann der Zug durch. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal hier die Bahn, Mensch. Testbetrieb. So. Und hier hinten ist die Gepäckablage. Sehr, sehr cool gemacht. Ja. Tschüss. Wir müssten echt noch hinterher gucken. Das wäre ja noch, das wäre noch richtig cool. Ja, dann würde ich sagen, schnappen wir uns mal einen Wagen und dann setzen wir uns mal rein, ne? Und da geht's auch schon los. Wir starten die Fahrt. In der, auf der Wodan? Ach, irgendwie. Wird das schon so sein. Das kommt dem schon sehr, sehr nah. Also ehrlich, Hut ab. Hut ab, wirklich. Wahnsinn. Wahnsinn. Da haben wir nochmal die Balken krachen hören, glaube ich. Und da oben kommen diese zwei Fabelwesen, die Feuer spucken. Mal schauen. Und die Fabelwesen sind ja da. Boah, cool umgesetzt. Sehr cool umgesetzt. Gucken, ob sie auch Feuer... Jawohl, die spucken auch sogar Feuer. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool gemacht. Also, echt wirklich. Und jetzt geht's hier los, ne? Kleiner Bulltrop. Und dann... Wow! Wenn du da wirklich in der ersten Reihe sitzt, dann denkst du wirklich, du kippst nach vorne über oder so. Und jetzt hier durch Stationsgebäude durchgedonnert. Unter Atlantica Super Splash durch. Ja, sehr, 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 sehr cool. Und die Bremse. Jawoll! Ha, super! Eine sehr schöne Umsetzung. Jetzt hängen wir hier an der Schlussbremse. Na, es geht schon weiter. Wahnsinn. Da ist... Ja, wunderschön. Wodan hier nochmal.
Wir müssen heute hier ein bisschen uns anstellen. Ein bisschen warten. Ja, selbst an das Bedienpult, was hier an der Ecke steht, da hat er gedacht. Hier mit dem Verschiebebahnhof, sehr, sehr, sehr cool gelungen. Muss ich doch sagen, Hut ab. Also wirklich, Hut ab davor. Hat er echt, also da ziehe ich echt meinen Hut vor, so eine Arbeit. Jetzt geht es wirklich hier ein Stückchen berg runter. Wie in echt halt. Also muss ich ehrlich sagen, ja, da sind wir in der Station, ne? Da sehen wir es nochmal. Sehr, sehr cool. Also muss ich ehrlich sagen, ja, dann gehen wir hier raus. Hier ist der Ausgang. Ja. Hehe, da war der Ausgang. Wir sind einfach hinten raus. Ja, dann geht man hier unten raus. Hier kann man nochmal durchgucken. Hier gibt es nochmal... Hier gibt es eigentlich ein Netz, wo man eigentlich nochmal durchgucken kann. Hätte ich mir gewünscht, dass er vielleicht da ein Netz gespannt hätte. Hier kann man nämlich durchgucken und kann dann nochmal den Zug nochmal sehen, der dann nämlich von oben runter rauscht. Selbst da oben die Eisenträger hat er mit rein. Sehe ich jetzt gerade, die Eisenträger da oben sind noch mit drin. Ja, Halleluja. Da habe ich an jedes Detail gedacht. Hier können wir uns unsere Fahrt nochmal angucken. Erlebnisfoto 650. Mhm. Stellername, Kasse. Ja. Sehr, sehr, sehr cool gemacht. Hier kann man auch nochmal. Ja, hier ist auch wunderschöner Blick, Lisa. Ne, hier raus, rein. Ach, herrlich, herrlich, cool. Sehr, sehr cool. Also Hut ab, Mr. Nice. Wunderschöne Umsetzung der Holzachterbahn Wodan aus dem Europapark. Bin gespannt, was dann als nächstes kommt von ihm. Da bin ich echt wirklich mal gespannt. Wie gesagt, der Link zu seinem Steam Workshop findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich sage an dieser Stelle wie immer, danke fürs dabei sein, danke fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschalten würdet. Tschüss, sagt der Mackie.